Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Feed the Beast mit mir, dem McFly, dem Gobai und der Anonymous und dieser komischen Grille, die hier irgendwo vergraben ist. Keine Ahnung. Viel Spaß beim Suchen, meine Freunde. Keine Ahnung, wo die ist. Habe ich gerade versucht zu finden, aber ich finde sie Weiß nicht nicht. mal, wo man hier rauskommt. Das habe ich auch gerade. So, oh, Hilfe. Das ist gerade ein bisschen Labyrinth-Style. Hat dein Schloss eigentlich irgendeinen tieferen Sinn, oder? Ja, wird es noch haben, wenn es fertig ist. Verteidigung gegen die Ketzer. Ketzer? Ja, und so, die so. Zombie-Apokalypse. Zombie-Apokalypse. So, so. Oh, hast du dein ganzes Inventar jetzt ausgeleert? Mhm. Was hast du jetzt vor? Ach, du willst Expedition starten? Startest du jetzt nochmal neu von vorne? Ja, ich fange jetzt von null an einfach. Hab mir gedacht, fuck it. Jetpack habe ich verbrannt. Was? Was hast du für eine Arbeit? Das war das aufzutreiben. Jetpack verbrannt. Das also. Oh ja. Ich glaube ja vieles, ne? Aber dass Anne ihr Jetpack verbrennt, das glaube ich nicht. Wisst ihr noch das letzte Mal, dass das passiert ist? Ja, wisst ihr, jetzt muss dieser Einspieler kommen, weißt du? Nein! Ein Einspieler, wo Anne da sagt: Hol mir mal ein Jetpack! Genau. Ich komm nicht rein, ich komm nicht rein! Max hält so. Drauf, kommt rein. Max hält so Tore zurück, Tore am Heulen, wie bei Herr der Ringe, weißt du, so wo Frodo so sagt, nein, Gandalf! Ganz genau. Hintergrund, ich will nicht mehr, ich habe keine Lust mehr zu spielen, wenn das weg ist. Ihr müsst dazu wissen, liebe Zuschauer, dass Tore mich danach ernsthaft gefragt hat, ist das Projekt jetzt vorbei? Ja, was ist das jetzt? Sein. Und ganz ehrlich, wer willst du mir verübeln? Ja, gut, bei ihm. Die Schauspielerleistung war mehr als top da. Du hättest Oscar verdienen können. Ich war frustriert! Achso. Ist Perfekt. Das Projekt jetzt vorbei? Ist das Let's Play jetzt vorbei? Möglich wäre es ja gewesen. Ne, bei deinen Launen. Ich sag da mal nichts zu. Zu deinen Launen? Ne, besser ist. Oh, jetzt ein Clown. Bist du ein Clownfisch? Erzähl Witz, komm, erzähl Witz. Sagt der Heilbo zur Miesmuschel? Ah. Sagt der Heilbo zur Miesmuschel? Nee, warte mal, sagt die Miesmuschel zum Heilbo, so, was ist das? Oh Gott. Der Witz war im Endeffekt unlustig. Der Witz war richtig, richtig geil von ihm. Wieso weiß ich den da nicht mehr? Alzheimer. Komm, erzähl mal einen Witz, Clowny. So, habt ihr jetzt irgendwelche Themen mitgebracht für die Aufnahmesession heute? Jetzt müssen die Themen mal rauskommen. Ich finde, jetzt muss man von euch kommen. Ich habe jetzt schon so viel angesprochen. Was lacht ihr so doof? Ernst? Ich weiß es nicht. Ja, ein Thema, ja. Jetzt nehmen wir nehmen ja jetzt so krass in Vorproduktion auf. Brennt! Was findet ihr denn von der Unabhängigkeitswelle, die momentan Europa heimsucht? Also ich möchte ja auch den Freistaat Karlsruhe aufmachen. Eröffnen. Ich werde den Freistaat Bayern nicht. Weil ich hab halt auch gehört, dass Stuttgart Karlsruhe annektieren will. Und das finde ich nicht so gut und darum. Guck mal, Anne ist schon mal raus. Was? Stuttgart 21? Stuttgart 45. Stuttgart 21, das ist meine Position. Stuttgart 45. Keine Ahnung, alles Spastis. Weißt du, da dachten sich so die alten Säcke, die in Stuttgart. 43 oder sowas, 42 dabei war. Dresden 45 ist auch nicht so gut. Gab viele Zeitpunkte, die nicht so toll waren. Stuttgart 21 zum Beispiel. Warum heißt es eigentlich 21? Was ist mit der 21 auf sich? Ach, keine Ahnung. Vielleicht wollen die bis 2021 fertig sein. Bis 2021 haben sie Flughafen gebaut. Hast du Berlin? Wieder Flughafen Berlin? Wo, war das eigentlich abgenickt jetzt mit Stuttgart 21? Nee, die sind doch. Nein, es gab ja einen Volksentscheid. Also. Und? Nochmal dann. Wie hat das Volk entschieden? Die Mehrheit wollte. Ja.
Baden-Württemberg hat dann abgestimmt und die Mehrheit war dann doch für Stuttgart 21 und ich habe auch für Stuttgart 21 gestimmt. Hauptsache viele werden sich jetzt erst. Nein, das Ding ist, dass jetzt schon Millionen für das Projekt ausgegeben wurden. Und wenn das Land Baden-Württemberg das Projekt abbrechen würde, würde es nochmal ein paar Millionen kosten. Und im Endeffekt hätte es dann dazu geführt, dass der Bahnhof halb abgerissen ist, Millionen von Kosten verschleudert wurden schon und es trotzdem keine U-Bahn gibt in Stuttgart. Also fand ich das ziemlich schwachsinnig und habe dafür gestimmt. Klingt irgendwie logisch. Klingt logisch, ja. Ja, das haben die meisten auch so gesehen. 5, ich weiß nicht wie viel Prozent, knapp 60% oder so waren dafür und 40 dagegen oder so. Ja, jetzt haben irgendwelche Leute ihre Augen verloren durch ihre Wasserkanonen und jetzt, ne, kann man mal sehen, ganzen Opfer für nichts. Ja, ja, weißt du, da, so kann man es ja nicht sagen, wir hatten ja Action, ne, also. Das hast du gerade nicht gesagt. Ah, habe ich gesagt. Weißt du warum? Weil diese ganzen, die ganzen alten 68er dachten sich so, hui, Krawall und in Stuttgart direkt um die Ecke. 68. Ich bin alle und heute wieder zum Rundumschlag aus. Ja. Tut mir leid, ich sag jetzt nichts mehr. Jetzt ist okay, ist okay. Aber zieh uns da nicht mit rein. Okay. Wir schneiden das alles raus. Ach Quatsch, man kann nicht mal alles rausschneiden. Ist ja nicht so, als hätte ich jetzt sowas gesagt wie... Nein, ich sag's jetzt nicht. Ist ja nicht so, als hättest du sowas gesagt, ne? Mhm. Es kommt ja auch immer auf den Kontext an. So, was mache ich denn jetzt hier? Ich weiß es nicht. Ich könnte mal neue Wege verlegen. Das ist wichtig. Kannst du mal neue Wege geben. Mal ein neues Rohr verlegen. Gab's ja beim Postillon, davon sag ich ja auch, erzähle ich ja auch mal gern, wieder eine coole Überschrift. Pornodarsteller bereitet sich auf seinen nächsten Film vor, in dem er ein Jahr lang als Klempner arbeitet. Wo war das denn? Das hatte ich nämlich auch gelesen. Beim Postillon, also der... Oder Postillon, oder wie man das ausspricht. Diese Satire-Zeitschrift. Ja. Bei Facebook sieht man das meistens. Ja. Wie kriege ich eine Bottle of Rainwater? Ich habe Rainwater. Hast du Rainwater? Ja. Hast du auch ganz viele Bottles? Nee. Okay, mache ich Bottles. Die musst du nur machen. Und ich weiß auch nicht, wie du das Wasser da rauskriegst. Aber das ist halt die größte Frage. Aber ich habe auf jeden Fall Regenwasser. Glas? Oh, wir haben ganz viel Glas. Meine Nase juckt. Warte mal, ich muss aber... Wieso? Ich kann neuerdings irgendwie nicht mehr... Seid ihr eigentlich allergisch? Ja, ich habe ziemlich krass Heuschnupfen gerade. Zum Glück überhaupt nicht gegen nichts. Also doppelte Verneinung. Was? Gold? Haben wir Glowstone eigentlich noch? Nope. Wie wär's, wenn du welchen holst? Ich weiß nicht, ob es so klug ist, wenn ich mit meinem Jetpack in Nether gehe. War ich doch auch schon 10.000 Mal. Wir sind auch immer mit unseren Jetpacks in Nether. Will nicht sterben. Ich habe übrigens hier alles in Brand gesetzt jetzt beim Nether-Portal. Ist das Problem? Ja, ach so. Du weißt, wo Rainwater ist, ne? Nee. Oh! Was? Warte mal. Lol, ich muss einfach nur im Regen stehen und die Flasche rechts drücken, dann krieg ich Bottle of Rainwater. Stirb! Das ist ja... Hast du Glück, dass jetzt regnet? Ja, ich dachte jetzt auch gerade, weil ich gehe raus, drück Rechtsklick, hä? Hab ich plötzlich einen Bottle. Ja, das ist ja einfacher als gedacht, Regenwasser zusammen. Oh, jetzt brennt das alles beim Nether, ja. Ah, du Heiliger. Was hat ihr gemacht? Ist das nicht gut? Ja, pass auf. Musst du mir sagen, ich verpeste die Luft? Was habt ihr gemacht? Was habt ihr gemacht? Was habt ihr gemacht? Ja, wenn die Zombies noch runterfallen, dann drehen die mal mega durch. Ah, jetzt bin ich runtergefallen! Ah! Tore! Hinter dir, Max! Eine Spinne! Und Skelett! Okay, jetzt macht... Boah, Junge, was? Was macht ihr? Seid ihr im Nether jetzt auch, oder was? Das sieht irgendwie ziemlich krass böse aus. Und hat einer von euch gesagt gehabt, dass Lava zu krass wäre? Ja, das sieht so krass übel aus mit dem Feuer. Nee, Lava war zu kompliziert, hatte ich gesagt. Weil das nicht richtig fließt. Hier, eine Potato. Die heilige Potato. This is Sparta! Ah!
Ich werde jetzt in den nächsten Folgen ein paar Dekorationsobjekte craften und mich ein bisschen als Innenarchitekt versuchen. Endlich wird sie mal Sachen tun, die wirklich Frauen tun müssen. Was soll ich als nächstes machen? Wäsche waschen oder was? Ach, wenn du so sagst, also eigentlich gerne. Also ich habe hier ziemlich viel liegen. Kannst du mal wieder waschen? Ich habe heute Wäsche gewaschen. Echt? Mhm. Deine Frau? Meine Bettwäsche sogar. Was? So ein. Warte mal, gibt's ja ein. Ich hab gerade überlegt. Nee. So ein Vibe-Mann. Vibes-Mann. So. Vibe-Mann. Seil. Gerade überlegt, ob es eine Version von Manns Vibe gibt. Und? Gibt's eine? Bist du zu mir Schluss gekommen? Vibes-Mann. Vibes-Manns Heil. Sag mal, wo kriegen wir Quicksilber her? Von den Bäumen. Was für Bäume? Diese blauen Bäume, da sind wächst unten Quecksilber drunter. Ja. Lange her, dass ich einen blauen Baum gesehen habe. Es ist im Dschungel da, hinter meinem Turm, da sind ein, zwei blaue Bäume drin. Muss mal gucken. Glaube auch im Twilight Forest, aber ich bin mir nicht sicher. Stimmt, da sagst du was. Ab in den Twilight Forest. Heute gehen alle in andere Welten. Ist wie Urlaub, wir entfliehen unserem Alltag. Toll. Warum liegt hier so viel um? What? Was ist hier passiert? Was ist hier los? Was ist geschehen? Mir sind vielleicht letztens ein paar Sachen in den Twilight Forest gefallen. Ja, das liegt hier alles rum. Echt? Was hast du da reingeschmissen? Ich hab mich meines Mülls beim Portal entdeckt. Minium-Shards und Schleimbälle liegen rum. Ja, ein Schaf ist da durchgelaufen. Und ein Hühnchen. Und ein Skelett ist da gerade einen anderen Weg durchgelaufen. Okay. Eigentlich ziemlich awesome, dass das passieren kann. Das könnte alles verändern. Ihr müsst vorsichtiger sein. Die Welt, wie wir sie kennen, ist kein sicherer Ort mehr. Ich höre gerade einen Gast. Oh, ey, dieses Kindergeplärr. Es geht mir schon von Kindern auf den Keks. Von Gast ist noch schlimmer. Oh nein. Aber sonst wird's gehen, ja? Und wenn er stirbt, was macht er dann? Nee, keine Ahnung. Macht er nicht mehr oder so? Ja, so. Oh. Look at it go. Ich brauch mal wieder Hilfe. Wo? Ich finde den Ausgang nicht mehr. Beim Twilight Forest? Ja. Soll ich dir erstmal ein Skelett durchschicken? Es hat mich gefunden. Ich kann dir sicher nicht helfen. Ich habe das Skelett getötet. Ich gehe durchs Portal. Da, was ist los? Wo bist du? Warum machst du dir keinen Waypoint, du Spasti? Ich vergesse es jedes Mal. Jedes Mal vergesse ich es. Minus 400 plus 67. 67 plus 400, das heißt den Weg. Minus 400. Richtig weit vom Schuss gewesen, ey. Also minus 400 plus 60. Hast du mich gefunden? Direkt neben dir. Ah, da. Hi. In dem Baum sind endlich Zikaden. Ich bin am überlegen, ob ich trollen soll. Wegmarker setzen? Nee, nicht da. Da? 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 Was machst du denn da? Ach da. Nee, doch nicht. Da? Was du da machst? Was du da magst? Waypoint. Auf Bindestrich. Ausgang. Was magst du da? Enabled on, done. Auf Bindestrich. Ausgang. Hast du's? Ja. Gehen wir jetzt zurück in die Welt. Was? Ich dachte, du hast es gleich getötet. Lügner. Vielleicht haben wir sie doch nicht getötet. Ich bin kein Lügner. Nur ein Schwindler. Streuner. Ein Streuner bin ich auch nicht. Ein Schlingel ist er. Und Anne ist immer noch im Nether? Mhm. Also Netherportal schließen. Das wäre nicht so nett. Ich habe gerade 3 Stacks, 4 Stacks Glowstone Dust. Oh, das Gewitter dazu. Passiert was, wenn wir das Portal schließen?
Dann geht das aus, ne? Können wir es wieder anmachen? Ich habe ein Feuerzeug. Ja. Ich glaube, das ist das erste Nützliche, was ich wirklich... Ich habe jetzt Kristalle, die das Wetter beeinflussen können. Ich kann es Sonnenschein machen und ich kann es regnen lassen. Kannst du? Ja. Ich bin der Herrscher über Wetter. Du kannst die Ernte verdorren lassen. Das ist gut, gut, dass die Ernte nicht wetterabhängig ist. Nein, ich wollte gerade sagen, die wäre davon abhängig, ey. Oh. Wie kalt ist er nicht mehr? Welcome to the land of tomorrow. So. So, ich habe das Portal ausgemacht. Nice. Lass Bescheid, Anne, ne? Ach Mist. So, die Folge ist auch gleich zu Ende. Das waren echt drei langweilige Folgen, wenn ich das mal so gut sagen darf. Also bei mir war es ja mega spannend. Das sagst du ja nur ungern, aber... Mir hast du doch gesagt, oh, ist mega langweilig. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich möchte nicht an meinem Schloss war. Glaub mir, Anne, das hast du gesagt. Komm, Anne, glaub mir. Glaub mir, Anne. Komm, Anne. Hau mich doch mal und ich trenn dich ab! Versuch's doch. Im Lager. War Anne auch im Lager? Ja. Wie kann das denn sein? Wie hat sie das getan? Hexe, verbrennt sie! Verbrennt sie doch, okay. Oh, nein, ja Max, doof. Nein. Ich hab das Portal nicht ausgemacht, ich hab es halt in der Erde dafür gebaut. I am death! Und mit diesen Eindrücken bedanke ich mich. Au! Du spinnst doch! Vielen Dank fürs Zusehen, schalte in der nächsten Folge wieder ein, wenn es heißt Let's Play Minecraft für die Beast und... Spitzhacke im Kopf! Bisschen neue Sachen machen, oder wie nennen wir das? Hat er nicht gemacht. Krasse Geschichte, Max. Warum machst du sowas? Oh nein, du drehst alles auf damit. Ich bin runtergefallen und hab rechts geklickt. Oh Mann, drehst wieder um. Ist halt scheiße. Hört auf damit, das ist nicht lustig. Dreht das wieder zurück. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.